Hallo, ich bin Jens. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien.tv und ihr seht es hier vor mir, beziehungsweise ich muss euch zeigen, Traders Magazin September Ausgabe und deswegen hier heute im Video den Traders Review über die Themen oder über die Optionsthemen in der aktuellen Ausgabe. In der aktuellen Ausgabe gibt es natürlich wieder einen Artikel über Optionshandel, auf den gehen wir gleich ein. Ich will am Anfang noch kurz was anderes zeigen, und zwar es wird ein Buch besprochen, das große Handbuch der Optionsstrategien, hier. Ich habe das auch schon eine ganze Weile herumliegen und hier muss ich sagen, ich habe eine ganz andere Meinung als das, was hier im Buch steht, im Heft steht. Im Heft wird das Ganze sehr gelobt. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich mache euch noch ein extra Video zu diesem Buch und das ist jetzt nicht Bestandteil dieses Videos, sondern das drehen wir jetzt gleich hinterher noch abschließend. Okay, mal eine Sache noch allgemein zum Traders, was ich immer ganz lustig finde. Ich kenne ja hier immer ganz viele Leute, die hier Artikel schreiben. Und ich finde es natürlich immer ganz spannend und lustig zu lesen, wenn ich dann so lese, ja, tradet schon seit 15 Jahren, tradet schon seit 20 Jahren und alle sind sie mega erfolgreich und so. Und dann frage ich mich immer, warum die Leute alle nicht vom Trading leben, wenn sie so mega erfolgreich sind. Das heißt nicht mal, dass sie noch irgendwie ein Coaching-Business hier im Trading haben, sondern dass die wirklich ganz andere Berufe haben, die überhaupt nichts mit Börse zu tun haben und also wo ich die Leute einfach auch persönlich kenne. Aber das ist jetzt jedem selbst überlassen, was er darüber denkt. Das heißt natürlich aber nicht, dass diese Artikel trotzdem nicht gut und lesenswert sind. Und es ist wieder ein Artikel drin von, oder beziehungsweise über professionelles Optionstrading. Und zwar von Dr. Tom Hoffmann. Den Tom kenne ich auch ganz gut, falls du zuschaust. Hallo Tom. Und da gab es schon mal jetzt im letzten Jahr zwei Artikel. Und zwar über eine Strategie, die er entwickelt hat und die heißt 100 Bin-Opts, also im Grunde genommen, dass du binäre Optionen dir selber bauen kannst und das, der Nachteil binärer Optionen ist ja immer der, dass man sagt, gut, du hast jetzt einfach immer dieses schlechte Auszahlungsprofil, also das heißt, du musst irgendwie 8 Euro bezahlen, um am Ende 10 Euro zu bekommen. So, Telefongespräch zu Ende, also nochmal, bei binären Optionen hast du ja immer das Problem, dass du sehr schlecht einzahlst, also das heißt, du zahlst von mir aus jetzt 8 Euro ein, um am Ende 10 zu gewinnen und es sind natürlich diese 2 Euro Gewinn prozentual sehr, sehr viel auf diese 8 Euro, du brauchst aber eben enorme Trefferquoten, um hier langfristig überhaupt nur plus minus null zu laufen und wenn wir dann noch wissen, wie diese ganzen binären Optionsbroker arbeiten, dann wissen wir, dass das im Grunde genommen Blödsinn ist, aber die Idee an sich, binäre Optionen, ist ja gar nicht mal so schlecht, nämlich, dass du sagen kannst, okay, entweder ein Ereignis, ein binäres Ereignis tritt ein oder es tritt nicht ein und wenn du natürlich jetzt eine 1:1 Chance hättest, dann wäre das ja ganz interessant für all diejenigen, die eine Trefferquote von mehr als 50% haben. Im Grunde ist das so ein bisschen wie wenn du Roulette ohne Null spielen würdest. Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, du würdest Roulette ohne Null spielen, dann hast du Schwarz und Rot und dann hättest du ja mindestens 50% Gewinnchance. Das heißt, du könntest nichts verlieren. Und jetzt versuchen wir ja im Trading natürlich besser als 50% insgesamt zu sein. Das heißt, unsere Gewinne müssen nun mal höher sein als unsere Verluste, weil sonst kommt am Ende nichts raus. Und in diesem Artikel wird also das anhand einer Idee beschrieben, nämlich dass man sagt, okay, man kauft, dem Beispiel sind es jetzt mal Calls, aber man könnte das mit Puts genauso machen. Du hast eine klar definierte Meinung zu einem Underlying. Du sagst also jetzt zum Beispiel, okay, ich glaube, dass das Underlying steigt und jetzt kaufst du am Geld eine Option und verkaufst am Geld eine Option. Also du kaufst zum Beispiel einen Call, der leicht oben drüber liegt. Du verkaufst einen, du verkaufst einen Put, der unten drunter liegt und ich muss nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, machen wir es nochmal. Also du kaufst einen Call, der darunter liegt und verkaufst einen Call, der kurz darüber liegt. So, und damit bekommst du ja ein ganz klar definiertes Risikoprofil. Wenn das Ding nach unten geht, dann kannst du nichts verlieren, außer, also ab der Stelle, wo du den Call gekauft hast, weil der Einsatz des Calls
mehr kannst du nicht verlieren. Und wenn es nach oben geht, dann hast du ein ganz klar definiertes Risiko oder ein ganz klares Gewinnprofil, weil du gewinnst eben dann mit dem Call, den du long bist, und dein Gewinn wird beschnitten ab dem Strike, wo du mit dem Call short bist. So, und wenn man das noch so richtig hinbekommt von den Prämien her, wäre es eigentlich so, dass du sagst, du gibst im Grunde genommen für einen Strike, der einen Dollar auseinander liegt, 50 Cent aus und hättest damit theoretisch, und ich sage jetzt auch bewusst theoretisch, die Chance, entweder maximal 50 Cent zu verlieren oder aber 50 Cent zu gewinnen. Und damit wärst du im Gegensatz zu den klassischen binären Optionen beim Verhältnis von 1:1. Und die Idee an sich ist sehr, sehr gut. Ich glaube jetzt aber trotzdem nicht, dass es in der Praxis funktioniert. Tom, wenn du das hörst und du bist natürlich anderer Meinung, das ist ganz klar, dann schick mir mal eine Mail und zeig mir mal, wie es funktioniert. Aber ich glaube nicht so richtig dran und ich will euch auch begründen, warum es aus meiner Meinung heraus nicht funktioniert. Damit am Ende hier überhaupt was rauskommt, müssen mehrere Dinge aufeinandertreffen. Nummer 1, du brauchst eine Trefferquote von, sagen wir mal, 60%. Ne, weil wenn du immer nur 50% gewinnst, 50% verlierst, kann am Ende nichts rauskommen. Du hast Gebühren, das heißt, du musst definitiv weit mehr als 50 haben. Und hier in dem Beispiel wird beschrieben, dass du eine Trefferquote von 65% hast. Jetzt muss ich persönlich sagen, halte ich im direktionalen Trading Trefferquoten von 65% für außerordentlich gut. Also jemand, der es schafft, 65% Trefferquote zu haben, das finde ich phänomenal. Mal im Vergleich, wir selbst haben auch 65% Trefferquote ungefähr, aber bei uns beruht es ja nicht darauf, dass wir so gut sind in den Voraussagen, geht es nach oben oder geht es nach unten, sondern bei uns kommen ja diese 65% dadurch zustande, dass wir auf Zeitwert setzen und dass wir eben sagen, okay, wir sind weit aus dem Geld und wenn wir die Erwartung haben, dass ein Underlying steigt, dann können wir ja auch dann Geld verdienen, wenn es nicht steigt. Damit du aber mit so einer Konstruktion hier Geld verdienst, musst du bei 100 Ansagen, also wenn du 100 Mal sagst, jetzt geht's nach oben, dann muss es eben 65 Mal nach oben gehen, damit am Ende Geld rauskommt. So, das ist Nummer 1. Das halte ich also für sehr, sehr gewagt, weil die wirklich guten Trader, die ich kenne, die direktional handeln, wir hatten kürzlich hier im Büro den Mario, der nachweislich super Ergebnisse hat, der hat Trefferquoten von 35-40%. Das heißt, schaffe es erstmal wirklich 65% der Zeit richtig zu liegen. Das halte ich für eine ziemlich schwere Sache, das zu machen. Aber okay, wer es schafft. Zweiter Punkt ist der, hier wird auch so ein Beispiel angeführt, nämlich dass man sagt, okay, du machst 100 Trades und 65 Gewinner, 35 Verlierer, die laufen alle durch und du hättest dann am Ende $1,500 Gewinn gemacht. Okay, jetzt rechnen wir das mal runter. Dann sind das eben bei 100 Trades $15 Gewinn pro Trade. Abzüglich Gebühren, das wird ja auch mit berücksichtigt, werden $3 Gebühren angenommen, dann sind das $12. Aber, und jetzt kommt schon mein nächstes Aber wieder, auch diese Rechnung halte ich für falsch, weil $3 Gebühren ist viel zu wenig. Weil es ist ja so, wenn wir sagen, du hast nur $3 Gebühren, dann würde das ja bedeuten, dass du pro Option nur 75 Cent bezahlst. Und jetzt guckt einfach mal nach, wann ihr das letzte Mal für einen Optionstrade inklusive aller Gebühren 75 Cent bezahlt habt pro Option. Und warum sage ich 75 Cent? Weil du ja, es sind zwei Optionen, das heißt, du musst sie zweimal kaufen. Also jede Option musst du ja zweimal handeln, das heißt, es sind vier Trades. Und das bedeutet also, du müsstest für Kauf und Verkauf nur $1,50 ausgeben. Überlegt mal, schaut mal in euer Konto rein, ob ihr $1,50 ausgibt. Ich behaupte, dass das kaum ein Privater kann, sondern dass die Gebühren viel höher sind, sondern dass die eher bei, naja, sagen wir mal, $6-7 liegen werden. So, je nachdem, wo ihr seid. Wenn ihr bei IB seid, okay, dann habt ihr vielleicht $4-5, aber unter dem werdet ihr kaum kommen. Und dann reduziert sich schon mal der Gewinn eben von 15 vielleicht auf 10. Das heißt, ein Drittel des durchschnittlichen Gewinns gehen schon mal weg über Gebühren. Das halte ich für kein allzu gutes Verhältnis.
Nächster Punkt, das könnte man ja sagen, naja, du kannst ja die Dinge auch auslaufen lassen, ne? Dann hast du wieder nur die halben Gebühren. Das Problem wäre dann aber, stellt euch vor, was passiert denn rein steuerlich, das betrifft jetzt zumindest alle, die hier in Deutschland sind, du hast eine gekaufte Option, die wertlos verfällt und du hast eine verkaufte Option, die verfällt ebenfalls wertlos. Gehen wir mal jetzt noch nicht mal von so Dingen aus, wenn du eingebucht wirst und so weiter, ne? Sondern nur vom wertlosen Verfall. Dann ist es ja so, dass die verkaufte Option, der Gewinn, den musst du voll versteuern mit der Abgeltungssteuer. Die gekaufte Option wird dir aber als Ausgabe nicht anerkannt. Weil wir wissen, das deutsche Steuerrecht ist da ein bisschen hinterfuchsig und sagt, nein, du musst Optionen zurückkaufen. So, das heißt, du hast definitiv diese Optionen, die du zurückkaufen musst. Jetzt ist ja aber Folgendes, wenn du sagst, ich habe 50 Cent Risiko und 50 Cent maximalen Gewinn, wann erzielst du denn diesen maximalen Gewinn? Den erzielst du doch nur, wenn die Optionen tatsächlich wertlos verfallen würden. Wenn du die vorher zurückkaufst, dann wirst du die nicht für null zurückkaufen können, sondern du musst wieder was ausgeben. Das heißt, deine 50 Cent theoretischer Gewinn werden sich reduzieren auf 40 Cent. Wenn du Glück hast, 45 Cent. Aber dann stimmt diese ganze Rechnung schon nicht mehr. Und deswegen glaube ich ganz einfach, dass so schön wie dieser Ansatz ist und so sehr er mir auch gefällt, also die Idee an sich finde ich ja toll, aber ich glaube ganz einfach nicht, dass sich das in der Realität wirklich umsetzen lässt. Ne? Also das ist sowas, wo ich sage, jawohl, in der Praxis, in der Theorie, habe ich das gesagt, in der Theorie lässt sich umsetzen? Nein, also ich glaube nicht, dass sich das in der Praxis umsetzen lässt. In der Theorie finde ich das ganz toll und es sind alles richtige Überlegungen, also und lest auf jeden Fall diesen Artikel euch durch. Ihr werdet nicht dümmer dadurch. Ne? Ist gut gemacht. Ich glaube bloß nicht, dass es in der Praxis, danke, kommt nochmal der Hinweis, dass ich auch Praxis sage, dass es in der Praxis wirklich funktioniert und zwar für den Retail-Endkunden, wie wir es sind. Mit Gebühren, mit Spreads, mit Slippage, die wir haben, mit Bid-Ask-Spreads und so weiter, dass wir wirklich in der Lage sind, ausreichend Trades zu machen, wo genau das funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass das nicht funktionieren kann. Und hier ist dann mal noch so ein Beispiel drin, wo es heißt, also selbst wenn man jetzt nur ein Konto hätte mit $1,000, könnte man das ja machen. Aber hey, wo kannst du denn ein $1,000-Konto aufmachen? Also ich kenne keinen vernünftigen Optionsbroker, wo du für $1,000 ein Konto aufmachen kannst. Sondern musst du immer mindestens 4.000, 5.000 Dollar mitbringen und dann stimmt diese ganzen Rechnungen, die da drin sind, du machst 120% Gewinn und so weiter, das stimmt ja alles gar nicht. Ne? Also deswegen, theoretisch finde ich den Ansatz gut, ich befürchte aber ganz einfach, dass der in der Praxis nicht umsetzbar ist. So, und das gibt es ja ganz, ganz viel, ich kenne das aus Amerika, wo es ganz viele tolle Bücher gibt, bei denen sind das allerdings Market Maker, die zum Beispiel ohne Gebühren rechnen, ne? Weil die Jungs können das. Die können zum Bid kaufen, zum Ask verkaufen, die können ohne Gebühren handeln und dann beschreiben die immer ganz tolle Systeme, wo du dann als Endkunde da sitzt und sagst, theoretisch geil, praktisch nicht durchsetzbar. Und genauso denke ich, ist es hier. Also, wie gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn mich da jemand eines Besseren belehrt, weil ich bin ja nicht allwissend, was den Optionshandel angeht. Ich persönlich glaube aber, dass es hier wirklich viel, viel Theorie ist und dass das nicht durch die Praxis hinterlegt ist. Und deswegen bekommt das jetzt hier keine 5 Sterne von mir. Ne? Trotzdem, ich finde es immer gut, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt und man kann natürlich dann auch selber mal wieder Ideen daraus entwickeln. Und eins ist Fakt, man kann Dinge besser machen als Stop-Loss. Aber es ist eben eine direktionale Strategie. Du hast ein paar Dinge da prinzipiell immer gegen dich, zum Beispiel eben Gebühren, Steuern und so weiter. Und deswegen glaube ich nicht, dass es am Ende funktioniert. So, das war's. Also diesmal der Artikel. Beim letzten Mal hatten wir ja die Risk Reversals. Super Sache, fand ich toll. Diesmal mit diesen Bin-Ops, das halte ich eher für gewagt, ob das wirklich in der Realität funktioniert. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wir machen jetzt gleich noch das Video mit dem Buch. Da sage ich euch auch was dazu. Es geht so ein bisschen in die Richtung, was ich jetzt gesagt habe. Also, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut. Bye, bye.